Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Was für einen Film schaue ich mir heute an? Und ich glaube, das ist irgendwie eine Frage, die habt ihr euch wahrscheinlich auch schon das ein oder andere Mal gestellt. Aber es gibt mittlerweile Abhilfe. Playzocker Industries presents Mr. Zufallsgenerator. Das ist eine großartige Box, der man quasi einzelne Ideen entnehmen kann und sie dann vielleicht zu einem passenden Film kombinieren. Probieren wir es einfach. Ich hätte heute gerne einen, klassischen italienischen Genrefilm. Klingt geil, aber das ist mir noch nicht genug. Ich hätte zusätzlich auch noch gern eine Vision aller H.P. Lovecraft. Okay, das ist eine wirklich geile Idee. Und glücklicherweise muss ich, damit ich diese geile Idee sehen kann, sie nicht selber drehen, weil es gibt sie schon seit einiger Zeit. Wobei man dazu sagen muss, der Begriff seit einiger Zeit ist in diesem Fall etwas dehnbar. Immerhin hat Mariano Baino den Film Dark Waters bereits im Jahr 1993 gedreht. Also quasi theoretisch gibt's den Film seit mittlerweile fast 30 Jahren. Praktisch ist es allerdings etwas anders, denn die deutsche Fassung von dem Film von Wicked Vision extra für den Mediabook Release synchronisiert, gibt es erst seit circa 2 Jahren. Im Mai 2019 wurde der Film zum allerersten Mal im deutschsprachigen Raum veröffentlicht und dabei hat Wicked Vision wirklich eine geniale Filmmischung auf uns losgelassen. Ja, Dark Waters ist mit Sicherheit auch heute, 2 Jahre nach meinem Original Blu-ray-Check, sicherlich immer noch der anspruchsvollste und komplexeste Film, den ich jemals hier im Blu-ray-Check vorgestellt habe, aber es war ein Film, der sich sogar für mich als jemand, der sich eigentlich meistens lieber Trash-Filme anschaut, einer, der sich wirklich gelohnt hat, vor allem nämlich eben, weil es Baino absolut großartig verstanden hat, diese Atmosphäre von Lovecraft bzw. den alten Italienern einzufangen. Außerdem darf man natürlich vielleicht auch nicht vergessen, dass auch wenn die Limited Collector's Edition von Wicked Vision bald ihren 50. Geburtstag hat, Happy Birthday by the way, ist der Release von Dark Waters wahrscheinlich bis heute immer noch einer der besten, den Wicked Vision jemals abgeliefert hat. Ein 3-Disc-Release mit einem fast 50 Seiten starken Booklet, das war ein Meisterstück. Und außerdem noch dazu mit 3 verschiedenen Cover-Artworks, eines quasi gezeichnet vom Regisseur persönlich, die 2 anderen von Jill Ranks und die sahen einfach phänomenal aus. In meiner rechten Hand gerade das Cover A, sogar mit Autogramm vom Regisseur, in meinem Fall, weil da gab es damals ein Kino-Event, danke noch einmal an Wicked, aber das Cover B war das, was damals bereits zu Mediabook-Zeiten am höchsten limitiert war, das quasi Hauptcover, und das ist jetzt natürlich auch das Cover-Artwork, das Wicked Vision genommen hat für den Nice Price Neuauflage im Keep Case, denn die 3 Mediabooks sind mittlerweile bereits seit einiger Zeit ausverkauft. Und nachdem es immer noch Nachfrage nach diesem wirklich sehenswerten Film gibt, gibt es jetzt seit 2021 eine neue Auflage im Plastikcase. Ich sage an der Stelle dazu, dass ich natürlich, wie bereits erwähnt, vor 2 Jahren natürlich auch die Mediabooks hier vorgestellt habe. Das bedeutet, sämtliche Informationen, die ich damals zum Film, zum Bonusmaterial bzw. zur Bildqualität gegeben habe, möchte ich jetzt in der heutigen Ausgabe vom Blu-ray-Check nicht noch einmal wiederholen. Das heißt, falls ihr euch dafür allgemein interessiert, weil ihr vielleicht noch gar nichts von diesem Release gehört habt, bitte ich euch an der Stelle auch noch einmal den Blu-ray-Check von damals einzuschalten. Heute möchte ich aber mit euch in die Welt der Neuauflage eintauchen und euch mit dem quasi alten Mediabook Cover B die brandneue Scannavo Keep Case Neuauflage von Dark Waters näher vorstellen. Für mich war es damals schon schwer, mich für ein persönliches Lieblingscover-Artwork von Dark Waters zu entscheiden. Im Endeffekt fiel dann meine Wahl auf das hier im Mediabook liegende Cover A, aber wahrscheinlich hat das auch ein bisschen was von diesem quasi persönlichen Nebeneffekt, dass halt einfach das Autogramm vom Regisseur drauf ist. Das war natürlich eine großartige Zeichnung von dem großartig talentierten Jill Ranks, aber auch das Cover B, das jetzt eben hier für die Keep Case Neuauflage verwendet wurde, finde ich einfach nur phänomenal. Das liegt wahrscheinlich in erster Linie auch daran,
dass Shil Rangs ein großartiger Zeichner ist und es vor allem eben bei diesen beiden Cover-Artworks geschafft hat, mit zwei irgendwie komplett verschiedenen Stilen zu arbeiten. Was ich nämlich gerade beim Cover A so genial fand, waren diese kräftigen, leuchtenden Farben. Und was ich jetzt hier beim Cover B so genial finde, sind die komplett reduzierten Farben. Und wir haben eben da in der Hand der Nonne schon quasi dieses Necronomicon-artige Amulett, das hier wirklich phänomenal gezeichnet. Ich habe auch damals eben gesagt, wie eben ihre Nonnenkutte nach oben hin ausläuft, quasi wie so ein umgedrehter Wasserfarbeneffekt, finde ich einfach nur großartig. Ich mag eben auch wirklich diese Tatsache, dass das Cover-Artwork überwiegend im Schwarz-Weiß-Look gehalten ist und eben nur der Hintergrund dieses aggressive, kräftige, leuchtende Rot zeigt, das wurde jetzt übrigens auch von Wicked Vision für diese Keep Case veröffentlicht. Jung, absolut hervorragend angepasst. Wir bekommen hier ein sehr schön aufgeteiltes Cover Artwork, bei dem sich natürlich die Titelschriftzüge und ein kleines bisschen die Darstellung auf diesem Frontcover Artwork Platz unterscheiden. Natürlich, immerhin hat das Ganze auch ein bisschen weniger Platz nach oben hin als eben damals beim Mediabook. Aber das wurde hier absolut fantastisch gemacht. Schauen wir an der Stelle einfach einmal auf das Backcover. Das ist natürlich identisch mit der alten Mediabook-Version, wobei natürlich bedingt eben durch den geringeren Platz hat man hier oben auf das etwas blutigere Bild verzichtet. Aber die Inhaltsangabe zum Film, die Bilder, die man dann aus dem Film hier noch sieht, die Informationen zu der wirklich umfangreichen Ausstattung von dieser Edition beziehungsweise die technischen Details und sonstigen Infos, die sind eigentlich unverändert. Das Einzige, was man an der Stelle noch dazu sagen muss, ist, dass auch diese Keepcase-Auflage keine unlimitierte Auflage ist, sondern dass es auch von dieser nur 444 Stück im freien Verkauf gibt. Schauen wir jetzt einmal ins Innere von dem Keepcase und etwas, was ich persönlich sehr positiv finde von Wicked Vision, dass diejenigen, die sich einfach den Film und die Edition gönnen wollen, aber halt eben damals entweder die Mediabooks verpasst haben oder halt eben generell die teuren Mediabooks nicht haben wollen, hier trotzdem nicht wirklich stark zurückstecken müssen, was den die Ausstattung ihrer Edition betrifft. Denn, wie auch die Mediabooks, ist jetzt diese Keepcase-Neuauflage eine 3-Disc Edition. Auf der linken Seite finden wir eben hier unsere Blu-ray mit dem Film. Auf der rechten Seite wartet dann eben zuerst die DVD mit dem Film und dann darunter noch einmal eine zweite DVD, die mit Bonusmaterial angefüllt wurde. Und darunter findet sich dann eben hier im Innenartwork von diesem Keepcase ein durchgehendes Motiv, das recht dunkel gehalten ist, aber trotzdem finde ich unterhalb der Discs nicht schlecht aussieht. Was ich aber auf jeden Fall hier zu diesem Innenlook von diesem Keepcase auf jeden Fall sagen muss, ist, dass ich nach wie vor dieses Disc-Design, dieses fast Necronomicon Ex Mortis-artige Scheibendesign, das eben hier für dieses Medaillon verwendet wurde und dann natürlich absolut perfekt passend auch für die Discs, einfach nur großartig finde. Das war wirklich wunderschön gemacht bei den Mediabooks, ist jetzt eben auch hier wahnsinnig schön gemacht. Für mich persönlich gewinnen natürlich die Mediabooks mit ihren zusätzlichen Ausstattungen, aber nachdem es eben auch einige Fans von den Keepcases gibt, ist auch für dieses Format das eine wirklich hochwertige und wirklich toll gemachte Edition. Und ja, das muss man sagen, das kann Wicked Vision einfach. Seit sie damals vor einigen Jahren mit dem Titel Die Todeskarten des Dr. Schreck ihre erste Mediabook-Veröffentlichung abgeliefert haben, bin ich persönlich eigentlich begeistert von dem, was Wicked Vision in den letzten Jahren aufgetrieben und ausgegraben hat. Da waren natürlich einige Kultklassiker wie die Monster Busters dabei, da waren aber auch einige wirklich unentdeckte, unterschätzte Filmperlen von Graf Zaroff bis hin eben zu Dark Waters, einem Film, den man extra für diesen Mediabook-Release noch deutsch synchronisieren musste dabei. Das war ein großartiger Aufwand, der sich aber bei diesem fantastischen Film wirklich mehr als nur gelohnt hat. Und diejenigen, die entweder damals die Mediabooks verpasst haben oder vielleicht bewusst ausgelassen haben, die bekommen jetzt zum Stopppreis von 18,99 € eine wirklich deutlich günstigere Neuauflage im Keepcase, die grundsätzlich von der Ausstattung auf den Discs her 1:1 identisch mit dem alten Mediabook ist. Man bekommt ja auch sogar eines der wirklich hervorragenden Shil Rangs Cover Artworks geliefert. Das Einzige, worauf man halt verzichten muss, ist die Verpackung bzw. das umfangreiche und wirklich lesenswerte Booklet dazwischen. Aber wer die Mediabooks möchte, der hat sie wahrscheinlich eh schon im Regal. Und wer sich jetzt auf die Neuauflage freut, der soll sich die auf jeden Fall ins Regal stellen. Denn eines ist klar,
Dark Waters sollte man definitiv gesehen haben, vor allem eben als jemand, der die klassische Atmosphäre von den alten italienischen Filmen bzw. eben Lovecraft-Verfilmungen schätzt.